In circa 2 Wochen ist Jufifi-Wochenende. Das Nürnberger Frühlingsfest ist da. Und das SEK musste einen 52-jährigen Mann überwältigen. Ein 2-jähriger Mann drang gewaltsam durch ein Fenster in eine geschlossene Raststätte in Dinkelbühl ein. Er randalierte und zerstörte Teile der Einrichtung. Als der Besitzer der Raststätte auftauchte, bedrohte ihn der Mann mit einer Schreckschusswaffe und feuerte einen Schuss in dessen Richtung ab. Der Besitzer konnte flüchten und die Polizei alarmieren. Das SEK wurde hingezogen und der Mann wurde schließlich festgenommen. Er hatte eine Schreckschusswaffe bei sich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der Mann musste sich nun wieder mehrere Straftaten verantworten, darunter Betrogen und versuchte schwere Brandstiftung. Die Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weitere Ermittlungen. Moment. Ja. So, am Samstag wurde in Nürnberg der Frühlingsfest eröffnet. Nachdem Markus König das erste Fassbier angestochen hatte. Das Fest läuft vom 8. bis zum 23. April und bietet am Mittwoch Familientag an. Die Öffnungszeiten des Festes sind von 14 bis 23 oder 24 Uhr. In 2 Wochen ist echt circa soweit, das Jufifi-Wochenende ist da. Daher wieder viele Filme wurden eingereicht und werden in Cinecittà in Nürnberg vor Ort gezeigt. Am Freitag und am Samstag. Am Samstag ist dann noch ein kleines Programm von ab 13 Uhr. Und der Eintritt in das Kino ist natürlich kostenlos. Hier nochmal der Trailer von damals. Bist du dran? Reiche dein Film bis zum 8. Januar ein. Mehr Infos unter www.jugendfilmfestival.de. So, ja, schaut vorbei. Echt coole Filme sind dabei. Ich habe selber leider noch keinen davon gesehen, aber das werden wir dann. Damit sage ich erstmal schönes rechtlichen schönen Ostermontag und damit sehen wir uns in einer Woche wieder bei den News der Woche. Und ich hoffe mal, ich bin dann wieder ein bisschen mit der Stimme
wieder ein bisschen gesünder. Bye bye. Tschüss.